Ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ich bin's, von nur her, Gameplays als Hobby. Und ja, auf sehr schwer versuchen wir hier durchzugehen, also tödliche Obsession. Und wer den letzten Teil gesehen hat, weiß, um was geht. Weiter geht's. Nicht so viel quatschen, wie wär's mit Spielen. Da hinten stehen noch zwei. Da ist auch noch einer. Letzte Warnung! No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. Geht zurück! Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. An die Arbeit oder er stirbt! No vamos a dejar que nos amenacen. Laut ihr, bleibt nur? Son una bola de ladrones. Ich mein's ernst, ich töte ihn! Ya nos llevaron al límite. Zurück! Suéltenlo, o si no! Genug! Schluss mit den Tüten! Scheiße! Der wird uns umbringen, Ben. Wir erleiden Verluste. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Toll, jetzt haben sie doch noch einen umgeschossen. Den hätte ich ja eigentlich noch retten können. Scheiße. In dieser Hinsicht war ich wohl ein bisschen zu langsam. Aber gut, wir haben es unbeschadet geschafft. Das ist doch schon mal gut. Dose. In jeder Dose ist eine Hose. Oder eine Hose. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Bendiciones. Für dich tut's mir leid, sorry. Gracias. Bitte. So, da geht's wo rein. Machen wir gleich. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ja. So, das ist für den Rückweg, glaube ich. Von irgendwo da oben dann. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Was gibt's denn hier so Schönes? Wo sind wir hier? Ist eine Krypta oder sowas, ne? Oh, links von mir ist ein Relikt. Und wo? Ah! Opfermesser, der Inka-Tumi-Messer. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Mhm. Also nach Plastik sieht mir das nicht aus. Oh, ich kann hier hoch. Okay. Hier gibt's nichts. Ich habe mir gedacht, oh komm, das sieht aus wie eine Leiter. Hüpfen wir mal dran, mal gucken, was passiert. Und man kann die tatsächlich langklettern. Tja.
Okay. Eine Rutsche. Woohoo! Super, jetzt sind wir wieder hier. Dosen hier oben. Oh yeah. Keine Heldenmusik beim Runterrutschen. Schade. Welchen Tomb Raider-Teil war das? War das vom ersten? Tomb Raider 2013 war das, glaube ich. Immer wenn man nach irgendetwas Erfolgreichen so eine Seilrutsche runtergerutscht ist, weil das der Rückweg war, kam immer so eine Heldenmusik. Fand ich cool. Hätten sie auch wieder einbauen sollen. Okay, wir können wieder zurück. Sehr schön. Da hat man doch voll Leo's Poppes im Gesicht hier. Also, auf dem Bildschirm. Ich möchte trotzdem gerne mal wissen, wie das nochmal war. Wie man hier so... Weiß nicht, sich mit Matsch irgendwie einreibt. Wo ging das denn nochmal? Oder wie ging das nochmal? Irgendetwas gedrückt halten, aber ich weiß einfach nicht was. Ich meine, ich hatte es jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem, man, für irgendwann in der Zukunft muss man das schon mal wissen hier in dem Spiel. So, das Ding hatten wir ja schon. So. Genau, hier hinten spielen auch so zwei kleine Jungs. Da wollte ich auch noch unbedingt mal hin. Um zu schauen, ob hier vielleicht irgendwas ist. Ein kleiner Frosch. Blätter. Nö, hier gibt's nichts. Alles klar. Dann schauen wir doch mal auf die Karte, was wir hier so noch zu finden haben. Hier am Markt haben wir auf jeden Fall noch ein Gemälde oder sowas. Da frage ich mich jetzt eigentlich nur wo. Oh, was haben wir denn da? Ah, das ist wahrscheinlich ein Spuk, ein Bericht über eine Spukhöhle. Oh. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Interessant. Schade, dass es nicht an der Karte direkt angezeigt wird. Hey, die haben wir, glaube ich, noch... Doch, hatten wir schon angebabbelt, oder? No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Tut mir leid. ¿Eh? Usted no es Mariela. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Okay. Links von mir, also hier... Hier drin. Hier haben wir auch den Markt. Kann man gerade mal anquatschen. Hallöchen. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Oh, guck an, größere Taschen für Gewehrmunition und sowas. Disfrútelo. Es un buen trato para ambos. Stiefel eines Speers und Jägers. Mehr Erfahrung von lautlosen Kills. Oh, cool. Baumwollen, Lammwall... was? Lamawollgurt von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Okay. Sieht aber cool aus. Bergungsgut. Okay, man kann Bergungsgut kaufen.
Das ist ja interessant. Was ist das? Pistolenvisier. Erhöht die Zoom-Faktor anwendbar für alle Pistolen. Na, wenn für alle Pistolen, dann können wir es auch ruhig mal nehmen. Disfrutelo. Gut. Können wir irgendwas verkaufen? Wir haben doch ständig hier Sachen zu voll. Golderz zum Beispiel. Haben wir 70 von 75. Da kann man doch zumindest die Hälfte oder so verkaufen. Na, dann machen wir ein bisschen mehr. 50 ist, denke ich mal, auch okay. Wenn wir noch 20 haben, das reicht. Exzellente Lektion. Bitteschön. Stoff kann man immer wieder gebrauchen. Holz auch. Federn auch. Was ist das? Heilung. Disfrutelo. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen was sammeln können. Es un buen trato para ambos. Sag mal hier, Ausdauerpflanze. Kann ich eh noch nicht nutzen. Exzellente Lektion. Fell wird von verschiedenen... Achso, das ist ja meins. Nee, das verkaufen wir nicht. Okay, den Rest behalten wir natürlich. Siempre listo para los negocios. Wenn du wieder was haben willst, ich bin hier. Alles klar. Haben wir hier irgendetwas rumfliegen oder liegen? Oder stehen? Sieht nicht danach aus. Wo ist denn jetzt mein Wandgemälde? Hier hinter oder was? Oh, guck mal an, hier ist... Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich doch nicht. Ich bin gleich da, Lara. Ich mach doch nichts kaputt. Nie und nimmer. So, was haben wir denn hier? Hier ist das Wandgemälde. Die Legende von Kuniraya. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviyaka schwängerte. Da Kaviyaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviyaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Okay. Mann, nur weil er ein niedrigerer Gott war, war es ihm so gesehen nicht gegeben, auch ein Kind so gesehen zu zeugen. 50 Erfahrungspunkte? Wofür? Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Ein Grab. Okay. Ein Adler. Was ist mit diesem Adler? Was ist das? Muss ich einen Adler irgendwie erschießen oder sowas? Da haben wir Federn. Kommen wir da hoch oder was? Nee. Okay, ich nehme an, wir müssen hier Adler erschießen. Ein Fähigkeitspunkt. Direkt mit dem ersten Schuss. Cool. Oh, was ein großes Tier, ey. Adlerfedern. Seltene robuste Feder eines Adlers dienen zur Herstellung seltener Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Okay. Okay, das heißt, das haben wir jetzt auch. Adler ist immer noch da. Hm.
So, zur Hauptaufgabe gehen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal... Keine Ahnung, wo lang. Ich glaube, wir machen hier unten jetzt erstmal noch alles fertig. Beziehungsweise wir müssen noch zum Marco uns bedanken. Okay, was heißt uns bedanken? Er muss sich ja noch bei uns bedanken. Dass wir seinen Sohn geholfen haben. Und dann können wir da unten, wie gesagt, alles einsammeln, was da zum Einsammeln ist. Oder wir nehmen uns das vor für den nächsten Teil. Wir sind schon bei 15 Minuten, sehe ich gerade. Ein bisschen was können wir bestimmt. So, der Marco ist hier. F. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo gracias. Schon okay. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿Solltest du sie nicht Pablo geben? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. So, unwillkommene Gäste und Nachbarschaftshilfe. Neue Ausrüstung. Das Teil gucken wir uns nochmal an. Wir haben sogar noch einen Fähigkeitspunkt. Und dann Mission abgeschlossen. Badienten sorgen. So, wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn jetzt? 3. Sehr schön. Was können wir denn da, könnten wir denn da jetzt machen? Was ist das ja eigentlich? Nach einem lautlosen Kiff widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Okay. Nutzen Sie Konzentrationsphase, um Reaktionszeit und verlangsamte Zeitwahrnehmung beim Zielen zu verbessern. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Ich glaube, das mache ich jetzt. Das ist irgendwie cool. Oder für was wollte ich eigentlich sparen? Was war das denn? Ich hatte den Kauf von Munition... Achso, ja, größere Taschen, damit wir mehr Munition tragen können. Das wäre natürlich prima. Das heißt, sie können ja nochmal zum Händler gehen und größere Taschen wahrscheinlich kaufen. So, hier haben wir eine neue Waffe. Flussfeige, die hier. Habe ich schon direkt ausgewählt. Präzision ist nicht so toll. Da ist die hier echt besser. Aber wenn wir die vielleicht ein bisschen aufwerten, wer weiß, wie die dann ist. Mal schauen. Schaden hat sie auf jeden Fall sehr viel. Präzision können wir ein paar Mal erhöhen, dann wird die vielleicht schon besser. So, jetzt haben wir sie schon mal so weit verbessert, wie es geht. Mal gucken. Welche ist da davon jetzt besser? Okay, die ist jetzt auf jeden Fall stärker. Die hat eine höhere Präzision. Gut, dann lassen wir die jetzt an. Das ist doch so super. Hier gibt es was Neues?
Aber den Bogen habe ich doch gar nicht ausgewählt gehabt. Komisch. Den hier hatte ich, glaube ich. Und hier gibt es auch Upgrades? Nee, habe ich schon voll. Okay, sehr schön. Wir sind bei 20 Minuten, dann hören wir hier jetzt auf. Dann, ja, das war... Achso, man sieht mich gar nicht. So, da bin ich. Hallo. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, also auf sehr schwer. Mit mir von der Gameplays als Hobby. Und das war auch der letzte Teil meiner Aufnahmen, kurzen Aufnahmesession, meine 03. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es mir zeigen mit einem Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall, tschüss.